So, hallo ihr Lieben. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei. Ich begrüße euch, ihr Lieben, an einem wundervollen magischen Plätzchen hier im Wald zum dritten Advent. Vielleicht seht ihr es, ich habe drei Kerzen angezündet und ja, wünsche euch aus meinem Herzen einen wundervollen Sonntag, Adventssonntag. Ja, eine besinnliche Zeit für alle, die in einer wundervollen Dualseelen-, Zwillingsflammen- und Herzmensch-Begegnung sind. Viel Mut, Vertrauen, Zuversicht, Liebe. Und ja, der Anlass heute fürs Video, es geht um gerade heftige Energien. Wir gehen gerade wieder durch sehr intensive Energien durch im Kollektiv. Ja, es ist eine Zeit der Stille, der Einkehr, des immer mehr zu uns Findens. Wer sind wir? Für was sind wir gekommen? Ja. Also viele Fragen in uns, die wir immer wieder in uns ja, stellen, die uns immer mehr zu uns hinziehen, zu unserem Wesen, zu unserem eigenen Wesen, zu unserem Kern. Also es geht gerade nochmal durch tiefe Schichten durch. Und es fühlt sich gerade so an, als wenn wir da irgendwo in einer Schicht wie, ja, die gerade durch gehen, aber wir noch nicht wissen, was sich so am anderen Ende zeigt. Das ist ein Gefühl von, ja, es zieht uns da durch oder es zieht uns da zu uns hin, aber es ist noch nichts am Ende des Ausgangs zu sehen. Ja, das macht uns natürlich, das bringt uns nochmal mit Ängsten in Berührung. Es zeigen sich nochmal Themen, Traumata, Blockaden und das zeigt sich auch gerade im Außen, also die Spiegel im Außen und natürlich dann auch die Resonanz in uns, auch körperlich. Also es fühlt sich ziemlich gerade schwer an. Es ist eine ziemlich dichte Energie. Und da geht es gerade durch. Ja. Es gilt nochmal diese Themen, die sich zeigen,
Ängste, Blockaden oder Traumata anzuschauen, zu fühlen, zu durchbrechen. Also wir brechen da nochmal richtig tiefe Schichten in uns auf, um schlussendlich unserem Kern näher zu kommen. Das zeigt sich natürlich bei jedem von uns ein bisschen anders, aber schlussendlich gehen wir da im Kollektiven gerade durch. Ich fühle sowohl die weibliche, göttlich-weibliche Energie, sowohl auch die göttlich-männliche Energie, die durch dieses, ja, durch diese Schicht, durch dieses Aufsprengen, die uns näher zu uns bringt, dass wir gerade da im Kollektiven durchgehen. Ja, also schlussendlich könnt ihr schauen, ob ihr da selbst durchkommt. Aus meiner Erfahrung mit Klienten, aus Beratungen, Coachings und auch aus meiner eigenen Erfahrung, ja, benötigt es oft einen neutralen Blick, denn wir sind in unserem eigenen sehr blind, also wir haben da unsere blinden Flecke, wir sind da zu verwoben und zu verklebt, um oft da alleine durchzukommen. Ja, schaut mal, fühlt mal in euch, ob ihr da durchkommt, damit es in die Transformation, Bewusstwerdung und Heilung gehen darf. Oder ob ihr euch vielleicht einen guten Berater, Coach sucht. Es gibt viele gute Coaches. Ohne jetzt da Empfehlungen auszusprechen. Fühlt immer für euch selbst, wo ihr in Resonanz geht, wo ihr, ja, euer Herz sprechen lasst und dann sucht euch jemanden, um da durchzugehen, um weiterzugehen, um weiterzugehen. Ja. Heilungsimpulse, gönnt euch viel Zeit und Ruhe mit euch. Macht schöne Dinge. Wärme, also ganz viel Wärme, sei es von innen oder von außen, sei es mit Bädern oder Tees, viel Licht. Ja, bei uns ist eine dunkle Jahreszeit, viel Kerzenlicht, Musik, die euch berührt, inspiriert, die eure Energie schwingen lässt, die eure eigene Melodie zum Schwingen bringt. Ja. Ihr Lieben, ja, wir gehen da zusammen durch und weiter. Wo immer auch oder was immer auch sich am anderen Ende oder am Ende des Ausgangs zeigt. Es ist göttlich geführt. Es ist ein göttlich geführter Prozess. Bleibt im Vertrauen. Und wenn ihr rausfällt, dann holt es wieder zu euch.
Ja, also Mittwochsabend nochmals, also jetzt der letzte Mittwoch vor Weihnachten nochmal Heilkreis. Immer mittwochsabends 20 Uhr über Zoom. Wer Lust hat, kann sich da unten melden über meine E-Mail. Wir sind mittlerweile eine richtig schöne Gruppe, haben sehr viel Spaß und ja, gehen zusammen in die Transformation, Bewusstwerdung und Heilung. Ich selbst bin seit 2016 mit meinem Herz-Mann-Mensch in einer wundervollen Verbindung, Prozess, Beziehung. Danke dir. Ja, nochmals Angebote auf meiner Homepage, Specials, wo ihr buchen könnt fürs nächste Jahr. Ich werde auch zwischen Weihnachten und den neuen Jahren eine Notberatung anbieten. Ich werde es dann nochmal unten reinschreiben, falls was auch immer uns im Prozess manchmal ereilt. Werde ich zwischen Weihnachten und Neujahr für euch da sein mit Absprache. Ja, und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag, dritten Advent. Grüße euch aus meinem Herzen. Sag bye bye, ihr Lieben. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten. Ciao.